Deutschland pumpt nun 10 Milliarden Euro in Gazprom Germania und zeitgleich kürzen die Russen die Gaslieferungen um sage und schreibe 60%. Die Ereignisse überschlagen sich und was die Konsequenz für die Gaslieferungen und vor allem für den Gaspreis und die Grundversorgung sind, darüber sprechen wir im heutigen Video. Mein Name ist Dominik Hettner und ich freue mich, dass Sie wieder mal dabei sind. Die Lage beim Gas spitzt sich zu und die deutsche Bundesregierung muss der Gazprom Germania, einer ehemaligen Tochter des russischen Konzerns Gazprom, einen Kredit der KfW-Bank geben in Höhe von 9 bis 10 Milliarden Euro Darlehen. Und es geht noch weiter. Die Bundesregierung erklärt, mit diesem Vorgehen behält die Bundesregierung den Einfluss auf diesen Teil der kritischen Energieinfrastruktur und verhindert eine Gefährdung der Energiesicherheit. Die Bundesregierung will sogar erreichen, dass Gazprom Germania das Geld nicht einmal zurückzahlen soll. Gazprom Germania war ehemals eine Tochtergesellschaft des russischen Energiekonzerns Gazprom. Und die Bundesregierung möchte also Gazprom ab Mitte April die Kontrolle über das Unternehmen entziehen. Das bedeutet also, es fallen weitere massive Kosten für die Bundesregierung und letzten Endes für jeden einzelnen Steuerzahler an, als Folge dieser Fehlwirtschaft. Doch es kommt noch besser. Gazprom reduziert die Gaslieferungen nach Deutschland. Angekündigt waren ursprünglich 40% Reduktion über die größte deutsche Pipeline Nord Stream 1. Nun sollen es sogar 60% weniger Gas werden, das künftig aus Russland in unsere Gasspeicher fließt. Laut Gazprom fehlen Teile, die eigentlich der Siemens-Konzern hätte liefern sollen, allerdings aufgrund technischer Störungen, die es nicht getan hat. Wie Sie in dieser Grafik sehen können, ist Nord Stream 1 die größte Gaspipeline, die aus Russland nach Deutschland verläuft und eine der drei Gaspipelines insgesamt, die aus Russland die deutsche Energieversorgung mit Gas beliefert. Nun macht aber auch die Bundesregierung Druck darauf, dass die Turbine möglichst rasch aus Kanada geliefert werden soll. Das ist das Teil, das der Siemens-Konzern hätte liefern sollen, aber aufgrund technischer Störungen eben nicht geliefert hat. Die Turbine soll laut dem Spiegel-Magazin wegen kanadischer Sanktionen, also eigentlich wegen Russland-Sanktionen, nicht geliefert worden sein. Und Robert Habeck setzt dem Ganzen sogar die Krone auf und sagt, er vermutet, es handelt sich dabei um eine politische Aktion von Russland bei den Kürzungen. Er sagt, die Wartung der technischen Teile sei erst für Herbst geplant gewesen und er ruft zum Gassparen auf. Jede Kilowattstunde hilft. Sehen Sie selbst. Was von Anfang an immer zu befürchten war, er reduziert die Gasmenge. Nicht mit einem Schlag, aber doch schrittweise. Dazu kommt die große Bereitschaft der Bevölkerung, von Ihnen, von euch, von den Unternehmen und den Betrieben, Energie zu sparen, Gas zu speichern. Es ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun. Jede Kilowattstunde hilft in dieser Situation. Es ist eine Situation, die ernst ist, aber keine Situation, die die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährdet. Was wir sehen und was wir lernen, ist, dass das Vergessen, dass in der Ukraine ein Krieg ist, dass wir irgendwie in einem Sommer leben, der normal ist und wo alles so weitergehen kann, tückisch sein kann. Wir müssen wachsam sein, wir müssen konzentriert weiterarbeiten. Vor allem dürfen wir uns nicht spalten lassen. Werden die Gasspeicher also bis zum Winter überhaupt ausreichend gefüllt sein? Laut Spiegel benötigen wir ungefähr 90% Füllstand, damit wir über den Winter mit den Gasvorräten hinauskommen. Derzeit liegen die Füllstände bei 56% und in dieser Grafik sehen Sie, dass die aktuellen Füllstände, also die blaue Linie und die Füllstände in den Vorjahren, die im Bereich der grauen Fläche lagen, derzeit ungefähr leicht unter dem Schnitt der Vorjahre liegen. Bereits letzten Winter waren die Gasspeicherstände extrem gering und selbst Goldman Sachs warnte im September 2021 vor einem Blackout für den Winter 2021-22. Zu guter Letzt reichte das russische Gas im letzten Winter also nur wegen eines besonders milden Winters, der dazu führte, dass weniger Gas verbraucht wurde. Hätten wir also einen sehr kalten Winter bekommen, wäre es in Deutschland vielleicht schon so weit gewesen, dass die Lichter teilweise ausgegangen wären. Aber falls das Gas knapp wird, muss es nicht zwangsläufig zu einem Blackout kommen. Nein, die Bundesregierung wird kreativ werden und es kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar schon zu Gasrationierungen. Es wird immer wieder darüber geredet, dass Haushalte mit einer Person nicht mehr wirtschaftlich seien, man schon Abfragen macht. Sie erinnern sich an den Zensus 2022, wie viele Menschen in einem Haushalt leben. Man wüsste also sehr, sehr viel über die Bevölkerung und könnte damit unter Umständen auch einzelne Menschen besser sanktionieren oder auch rationieren als ganze Familien, die vielleicht dann doch etwas mehr Gas benötigen. Aber ist es wirklich das, was wir in Deutschland wollen und wofür massiv Steuern bezahlen, als übrigens
Wohlgemerkt Steuerweltmeister? Ich persönlich glaube das nicht. Die Gasmangellage könnte noch sehr ungemütlich werden, denn große Teile der Lebensmittelindustrie, aber auch der Krankenhäuser wären von diesen Ausfällen betroffen. Und das ergab eine Katastrophenübung namens Lükex 18, bei der das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine Gasmangellage durchspielte. Und wenn man darüber nachdenkt, dass vielleicht Krankenhäuser nicht mehr ordentlich versorgt werden und vielleicht selbst schon mal in einem Krankenhaus lag, muss man wirklich sagen, dass die Situation dramatisch wäre und dass wir sowas in Deutschland als Wirtschaftsnation und vor allem als riesiger Industriemotor des Westens uns nicht erlauben können. Mehr Infos zu der Gasmangellage habe ich in diesem Video abgeliefert. Dort spreche ich ausführlich darüber. Die deutsche Wirtschaft würde durch diese Gasmangellage massiv geschädigt und laut aktueller Umfragen müssten 10% der deutschen Betriebe, die das Gas nutzen, bei russischem Gasstopp die Produktion stoppen oder zumindest beinahe stoppen. Es gibt einige Beispiele von Unternehmenszweigen, die komplett insolvent wären, wenn die Industrien nicht mehr laufen würden. Beispielsweise in der Glasproduktion kann man solche Ausfälle nicht mehr kompensieren, denn wenn die Maschinen einmal stillstehen, sind ganze Maschinen beschädigt und es würde Jahre dauern, die wieder zum Laufen oder neu aufgebaut zu bekommen. Ob die Unternehmen dann wirklich in Deutschland wieder produzieren würden, bleibt offen. Knapp 20% der Unternehmen müssten die Produktion deutlich einschränken. Laut der Umfrage nutzen fast die Hälfte der Unternehmen Gas als Energielieferant, selbst wenn viele Unternehmen mittlerweile mit Photovoltaikanlagen und Energiespeichern ausgestattet sind. Diese würde nicht über längere Zeiträume ausreichen, erst recht nicht im Winter, wo wir nicht genug Sonnenstrahlung haben. Und ob die Gasspeicher diesen Winter voll werden, frage ich gerne mal in unserer Community. Vielleicht gibt es Experten, die im Bereich der Gasspeicher und Gasversorgung eine fundierte Einschätzung abgeben können. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten die Schuldfrage zum Russland-Ukraine-Krieg habe ich in diesem Video an Dr. Daniele Ganzer gestellt, das mittlerweile fast 500.000 Aufrufe hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dort vorbeischauen. Vergessen Sie auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich freue mich. Bis bald. Auf Wiedersehen und tschüss.